Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Weiter geht's mit Private James Ramirez in der Hölle. Hä? Die Szene hatten wir auch schon mal. Was war das denn jetzt? Gleich heißt es letztes Magazin. Jetzt gilt es, jawohl. Jetzt hauen die ab oder was? Oh boy! Ja, Heli, was ist da los? Boah, spricht jetzt das Universum zu uns oder was? Und rettet uns? Ah, nee. ISS-Kontrolle. Houston fordert eine Übertragung von ihrer Helmkamera an. Over. Sie wollen, dass Sie zur dunklen Seite der Erde schauen. Sie sollten den Horizont bei etwa 15 Grad östlich der PV-Anlagen erreichen. Gott, sieht das geil aus. Sat, Blickrichtung bitte etwas weiter nach rechts richten. Ach so, ich soll gucken. LOL. Ich bin hier draußen. Sie. Wir erhalten Ihre Übertragung, Sat. Da ist die Rakete. Willkommen, Houston. Empfangen Sie das? Verstanden, ISS. Videoübertragung von SAT steht. SAT bitte weiterverfolgen, wir analysieren das. Ist das hier unten... Ist das Mittelamerika? Heute sind keine Satellitenstarts geplant, oder? Oder Florida, direkt unter mir. ISS, oh, das ist mein Hand. Krass. Wir haben hier eventuell ein Problem. Ja, das hier wird Florida sein. Und da oben geht das Ding grad nach ISS Washington. Gibt es Neuigkeiten? Ach du Kacke. War das ein EMP vielleicht oder so? Ne, das war eine Nuklearrakete, haben die ja gesagt. Alter, what the fuck? Das Ding hat sogar die ISS zerlegt? Das kann doch nie im Leben sein. Oder? Je nachdem, wie hoch die fliegt. Die hat doch keinen Wirkungsgrad von 400 Kilometer, oder? Naja, keine Ahnung. Boah, heftig. Heftig. Da hat es eine Mick erwischt. Nee, das ist selten gut. Oh boy. Dann, du lebst ja noch. Ich dachte, ich hätte es voll erwischt. Ach du Kacke, das Ding hat mich überfahren. Jeder gute Racheakt verdient einen weiteren. Ja, das kennen wir schon. Was zur Teufel ist hier los? Oh boy. EMP, ja, das war wohl echt eins. Okay, vielleicht... Oh boy, brennendes Moped. Wahrscheinlich haben solche großen Explosionen noch irgendwie einen EMP-Effekt mit sich. Ach du Kacke. Obwohl ich mich damit natürlich nicht auskenne, fuck. Geile Zusammenfassung. Die Russen sind in der Überzahl, die Scheiße fällt vom Himmel, wir sind am Arsch, Mann. Okay, Sarge, was jetzt? Sie gehen da raus, sind Sie verrückt? Es ist vorbei. Los, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Alter. Was ist hier passiert? Es ist so still. Hey, was zum... Mein Rotpunktvisier funktioniert nicht. Ja, meins auch nicht. Jupp, EMP. Anscheinend sind Optik und Kommunikation ausgefallen. Es brennt nicht mal meine Straßenlaterne. Seht ihr das an, Mann? Verdammt. Okay. Ich nehme das mal. Wir müssen uns mit allen draußen sammeln. Corporal, du brauchst das nicht mehr. Hua. Ach du Scheiße. Dass wir es überhaupt überlebt haben, ist... Nicht schießen! Die richtige Antwort ist Texas, Soldat. Was ist los? Private Walken. Colonel Marshall stellt ein Sonderkommando im Weißen Haus zusammen. Immer weiter nach Norden. Und wo wollen Sie hin? Es allen sagen. Los, zum Weißen Haus. Sie haben den Mann gehört. Gehen wir. Hua. Sergeant. Ey, kannst du mich mal... Ich hasse das so sehr.
wenn mich die verschissenen NPCs zur Seite schieben. Sicher. Ich auch munitionieren, Ruhe. Junge, ich würde dich so gern abknallen, aber ich kann leider nicht schießen, während du Pissnelke mit deiner hässlichen Drecksfresse vor mir rumstreunst. Jetzt tritt die Tür ein, Mann. Ich knall alles ab, was da drin ist. Ach du Kacke. Da ist kein Code drin. Das Dumme ist, ich habe nicht mehr Chancen gegen die Typen. Wegen der nicht funktionierenden Zielvorrichtung, weil, naja, das sind keine Menschen, die haben diese Nachteile nicht. Das sind alles vom Computer gesteuerte Russen. Feind, Kabine, linke Seite, check. Ich glaube, ich habe ihn. Okay, sicher. Fuck, ist das dunkel hier. Grenade! Dann, du wilder Hund, du stehst ja einfach mitten im Feindfeuer. Da ist noch mehr. Das sind wohl so Bürokomplexe oder sowas. Ruhe, weiter geht's. Boah, wo kommt das ganze Wasser her? Da ist das Eisenhower-Bild. Das sieht ja heftig aus. Oh Mann, wir müssen da raus. Dann untersuchen. Wir geben Deckung. Ja, der Junge ist tot, wahrscheinlich. Er hat auch keinen Namen. Ich hoffe, wir haben sie. Was ist mit den Kerlen drin? Was ist mit denen? Ich halte uns den Rücken frei. Los. Alles klar. Alles klar, weiter geht's. Boah, es gießt ja wie aus Strömen. Was schlimmer ist. Nuklearregen. Stürzenden Helis ausweichen oder sich hier im Monsun den Arsch abzufrieren. Ja, das ist wahrscheinlich radioaktiver Monsun. Hua. Feuer einstellen. Sind das Verbündete? Deckung. Code! Sag Texas, verdammt! Mach schon! Das war Russisch, Freunde. Das war die falsche Antwort. Das war Code Moskau und nicht Texas. Solche Schweine. Bist du einer von denen? Fuck, ich erkenn's nicht. Hä, sind die dahinter? Nee. Ah, der war's. AK? Nee, kann ich nicht brauchen. Ja, auf die Pistole zu wechseln geht sehr schnell. Puh, Sergeant.
Schluss mit dem Geschwätz. Ramirez, vorgehen. Aye, Sergeant. Nee, aye sagen wir nicht. Wir sind ja keine Marines. Wir sind Ranger. Wir sagen, hua, Sergeant. Was ist hier los? Das können wir sicher verschieben. Ich dachte, der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Nein, das ist nur für Touristen. Das hier muss echt sein. Öffnen. Echt oder nicht, das Ding ist Geschichte. Ich hoffe, Sie sind rechtzeitig rausgekommen. Oh boy. Mal gucken, wo es als nächstes weitergeht. Im Weißen Haus. Okay, es geht einfach weiter, oder wie? Ja, anscheinend. Okay, was war das für ein Laserscreen? Naja, was soll's. Was war hier? Nix. Es bringt eigentlich nichts, sich umzusehen. Das sind höchstens alternative Wege. Aber das war's noch. Schon hier gibt's nichts zu sammeln. Obwohl, ich glaube, es gibt irgendwas zu sammeln, aber es interessiert mich herzlich wenig. Irgendwelche komischen Feinddateien oder was das war. Ruhig bleiben. Also unsere Jungs. Ja, unsere Jungs, nice. Keine Marsche. Alles klar. Verstanden, Kanne. So, ich schnapp mir erstmal so an. Ich MG hier. Erstmal nachladen. Oh boy, in Kratern kämpfen. Ja, das ist gut. Ach du Kacke. Ich bräuchte eher ein Scharfschützengewehr hier. Komm schon. Yes, hab ihn. Aber, au. Scharfschützengewehr ist schon besser. Autsch, mit einer ordentlichen Optik. Ach du Kacke. Da geht ja voll der Punk ab. Okay, wo ist noch mehr? Da, oder? Boah, Jungs, ich brauche erstmal Deckung. Nachladen und go. Also ich soll da rüber. Ah, verflucht. Oh Junge, ich renn jetzt durch. Das ist keine gute Idee für dich. Oh boy. Ich hoffe, ich bin hier safe. Okay, jetzt geht's besser. Los geht's. Zum Heli-Wrack! Ah, fuck it! Ich wurde von hinten erwischt, wie geht denn sowas? Oh, shit! Und go, go, go! Ach, du Kacke! Weg mit dir! Du auch, wo ist dein Schädel? Komm, streck ihn raus! Da! Ha, dein Fehler! Weiter vorrücken! Erledigt! Ach du Kacke. Dann die Tür. Hören Sie das? Rein da dann. Sichern und los.
Okay, wir müssen oben grüne Leuchtsignale anbringen. Okay, weiter geht's. Oh fuck, was war das? Komm schon, war noch einer da. Was? Hammerdown? Ja, ist sehr gut. Okay, wir müssen da raus. Weg damit! Boah, Junge, wie viele noch? Die sehen sich da ab, die Schweine. Jungs! Jetzt stirb doch! Grüne Leuchtsignale, ja, ja, verstanden. Was für eine Mission? Wollen die hier alles bombardieren? Okay, weiter geht's. 90 Sekunden, wir müssen uns beeilen. Hier? Nein, wohin dann? Da, okay, weiter, weiter, weiter. Los, los, los. Bewegung. Sauber, Foley. Weiter geht's. Los, Jungs. 30 Sekunden. Go, go, go. Geiler Typ. Wuhu. Wir sind grün. Oh boy, das war knapp. Was für eine Aussicht. Ein bisschen übermütig, hä, meine Freunde. Hua, Sergeant. Wenn die Zeit reif ist. So sieht's nämlich aus. Es war eine harte Woche, meine Herren. Wir haben noch viel mehr verloren. Aber wir werden uns erholen. Ich habe einen Blankoscheck und ich werde ihn nutzen, um Makarov auszuschalten. Wie wirfst du ihm den Scheck an, oder was? Was die Welt sagt, wir sind keine Wilden. Wir töten keine Zivilisten. Wir verwenden Präzision. In den Schatten versteckt sich ein Verbrecher und wir werden ihn ans Licht bringen. Wenn wir sein Gesicht kennen, werden wir Geschichte schreiben, Männer. Das sind die letzten Zufluchtsorte für Makarov und seine Männer. Klingt, als sollten wir an zwei Orten gleichzeitig sein. Unmöglich? Nicht für 1.41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird? Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Erteilt. Soap und ich übernehmen Afghanistan. Ganz Afghanistan? So schneiden wir alle Fluchtrouten ab.
Wir beenden es jetzt. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Scharfschützen in Position. Angriffsteam. Gut, Leute. Aber vorher werde ich die Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Let's Play mit mir. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Call of Duty Modern Warfare 2. Was für ein langer Name. Lasst mir gerne Likes und Kommis da, falls es euch gefallen hat. Schreibt mir was Nettes. Ich würde mich freuen. Bis dann. Haut rein.